der Teil, der mir bei Minecraft wirklich auch ganz gut gefällt, dass es halt auch so ein Entspannungsspiel sein kann. Hallo, hallo, heute möchte ich mit euch wieder eine Runde Vanilla Survival spielen. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir reinschaut und ich habe mir gedacht, jetzt wo es sowieso regnet, Nacht ist, alles nicht so doll gerade, versuche ich doch vielleicht nochmal hier runter in die Mine zu gehen. Ich könnte vielleicht vorher noch ein bisschen Krempel ablegen. Wir haben ja schon etwas länger nicht mehr gemeint und ich habe mir nämlich gedacht, was ich auf jeden Fall machen könnte. Ich habe ja jetzt schon ganz, ganz viel Zuckerrohr. Daraus lässt sich ja Papier herstellen. Und was ich damit nämlich auf jeden Fall noch machen kann, bevor wir losziehen, ist die Karte, die wir haben, vergrößern. Und dann könnte ich nämlich auch noch, und das würde ich wirklich sehr, sehr gerne machen, auch noch eine Kopie davon herstellen. Das heißt, schaut mal, hier ist die Karte. Da haben wir ja schon festgestellt, dass irgendwie die Basis gar nicht so richtig drauf zu sehen ist. Und hier haben wir die Karte jetzt nochmal. Da sieht man auch, die Basis ist nicht ganz drauf. Aber ich hatte eigentlich zumindest gehofft, dass es dann besser wird, wenn ich die Karte weiter vergrößere. Ich bin mal gespannt. Okay, und schon sind wir richtig mittendrin. Und was ich jetzt aber machen möchte, ist die Karte nochmal zu vergrößern auch. Und oh, ich glaube, ich habe zwischendurch einen kleinen Fehler gemacht. Es gibt nämlich momentan einen Bug bei Minecraft, dass man, wenn man eine Karte vergrößert und dann hier bei dem Feld beim Rausnehmen, statt das mit der Maustaste zu machen, kann man das auch machen, indem man draufklickt und die Sachen dann ins Inventar holt. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das normalerweise mache. Ich das automatisch anders nämlich. Moment. Will ich jetzt hier. Nee, das will ich auf gar keinen Fall. Kann ich das so mal machen? Genau. Ich drücke da gleichzeitig Shift. Und wenn man das macht, dann sammelt so einen Stack ins Inventar normalerweise. Also es hat jetzt alles zu zerkleinern versucht. Von den Stöcken zum Beispiel, die ich jetzt hier hergestellt habe. Und pack die ins Inventar. Das ist super praktisch. Das hat nur einen ganz, ganz üblen Nachteil. Und zwar, wenn ich das jetzt mache, während ich eine Karte mache, dann verschwindet das Zeug, was ich dafür einsetzen wollte. Und stattdessen rausbekomme ich, wenn ich die Karte mir angucke, die Karte in der Größe vorher. Also das heißt, ich habe 8 ausgegeben, also 8 Teile. Zahle ich dafür ja. Ich gebe ja immer Rohstoffe dafür aus, um etwas zu erreichen bei Minecraft. In dem Fall ist es halt, dass ich die 8 Papier ausgebe, um die Karte zu vergrößern. Und ich glaube, das ist jetzt eben gerade tatsächlich passiert, dieser Bug, dass ich hier drauf geklickt habe und die Karte auf die Weise in mein Inventar holen wollte und dass dabei jetzt eigentlich auch was verschwunden ist von dem von dem Material einfach. Also ich habe jetzt, glaube ich, gerade auch Papier verplempert. Gut, ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt eigentlich auch genügend Zuckerrohr fürs Erste, denke ich. Da ist das jetzt kein großes Drama. Ich werde jetzt mal den Rest von dem Krempel, den ich dabei habe, gerade noch in die Kiste packen. Stimmt, ich hatte auch vor, hier noch ein bisschen, werde mal die Melone auch mit in die Mine nehmen, statt den Keksen. Von den Keksen ist einfach nicht mehr sehr viel da. Und pack auch mal Erde noch hier in den. Ah, ist alles voll irgendwie, ha? Vielleicht tue ich doch mal noch irgendwas in die obere Kiste. Wie schaut's denn aus? Diese drei gleichen Schallplatten beispielsweise, die wären doch vielleicht ein Fall für die obere Kiste. Die ist mehr so für technische Sachen und außergewöhnliche Funde wie beispielsweise Schallplatten. Hatte ich doch, glaube ich, schon gesagt. Okay, dann nehme ich mir hier noch mal genügend Material für einen Kompass und dann kann man diese Karte nämlich ganz, ganz einfach kopieren. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. Also der Kompass geht 4
Eisen außenrum und in die Mitte einmal Redstone und schon haben wir hier den Kompass und die Karte geht einmal Kompass in die Mitte und dann hier leere Karte rausnehmen. Und Karte kopieren ist auch ganz einfach. Hier Karte rein, hier leere Karte, hier zwei gleiche Karten rausnehmen. Und jetzt haben wir wirklich zweimal dieselbe Karte. Und die kann ich jetzt eben auch unterirdisch erforschen und das möchte ich jetzt tatsächlich mal machen, weil wir haben ja gesagt, ich würde jetzt gerne ein bisschen in die Mine noch gehen und dabei denke ich, laufe ich ja auch einiges in der Gegend rum. Tu mir auf jeden Fall auch wieder den Eimer hier direkt ins Handinventar. Die Hacke da brauche ich nicht unbedingt. Okay, dann bin ich jetzt, glaube ich, gut genug ausgerüstet und gerüstet für eine kleine Minentour, bei der ich noch ein bisschen was ausleuchte, aber auf jeden Fall auch ein bisschen was abzubauen versuche dann sicherlich. Ihr seht schon, die Karte erweitert sich nur dann, oder ihr seht gerade nichts, merke ich gerade. Die Karte erweitert sich nur dann, wenn man die ins Inventar, also direkt sich zum Angucken hinlegt, jetzt so vorne. Das hat den deutlichen Nachteil, dass man eben nicht gescheit sieht, wo man hinläuft. Ja, genau, vor allem wenn man hier auch noch das Zeug hört von der Lava, dann ist das nicht unbedingt das Cleverste, mit einer Karte vorm Auge rumzulaufen, sozusagen. Und deswegen möchte ich auch gerne die Karte dann mit Vorsicht verwenden und nur immer wieder mal rausholen. Ich glaube, jetzt hier ist es auch nicht ganz genug ausgeleuchtet. Das sieht mir ein bisschen zu finster aus, muss ich sagen. Und ich gehe jetzt einfach nochmal hier entlang, wo wir schon waren auch, und will einfach mal auch hier die Sachen, die ich noch nicht abgebaut habe, abbauen. Wenn ihr euch erinnert, ich habe ja auch schon eine Diamantspitzhacke, falls ihr euch wundert, dass ich die jetzt nicht mitnehme. Der Grund ist ein ganz einfacher. Ich würde die gerne noch verzaubern. Und wenn ich die verzaubere auf Level 30, habe ich eine Möglichkeit, dass ich aus der Diamantspitzhacke vielleicht auch Glück, also Glück als eines der Dinge bekomme, die die Diamantspitzhacke bekommt, ein Zauber. So rum. Ein Zauber auf der Diamantspitzhacke habe und der heißt Glück. Wenn ihr den noch nicht kennen solltet, bei Minecraft bewirkt der Zauber Glück auf einer Spitzhacke oder auch auf einer normalen Hacke, dass ihr mehr von der Sache, die ihr abbaut, bekommt, wenn das eben Blöcke sind, die kleine Sachen rausfallen lassen. Also beispielsweise, wenn ihr eben jetzt mit dieser Diamantspitzhacke, die Glück hat, einen Block abbaut wie einen Kohleblock und da fällt dann eben die Kohle raus, dann ist eine Chance da, dass wenn Glück auf der Spitzhacke ist, mehr als einer dieser Blöcke rausfällt. Die Chance, dass eben mehr als einer rausfällt, ist schon ab Glück 1 da. Bei Glück 2 und Glück 3 ist dann die zusätzliche Chance, dass eben ein zweiter und ein dritter zusätzlicher Block rausfällt. Das heißt, wenn man richtig Glück hat und seine Glücksspitzhacke einsetzt, dann kann man bis zu vier Blöcke also vier Gegenstände gleichzeitig rauskriegen, wenn man die dann eben einsetzt. Und das ist auch der Grund, warum ich die Diamantspitzhacke mit dem Zauber dann verzaubern möchte gerne mit dem 30-Level-Zauber in der Hoffnung, dass ich da eben Glück mit drauf bekomme, weil wenn ich eine Diamantspitzhacke hätte mit Glück und also mit Glück 3 würde ich mir dann natürlich wünschen, wenn ich jetzt schon die 30 Level dafür extra ansammle, was auch der Grund ist, warum ich jetzt hier durch die Mine renne, weil dann kann ich Sachen abbauen und dafür hoffentlich noch ordentlich Stufen sammeln, dass ich hier Dinge abbaue. Weil ihr seht ja, ich kriege immer wieder Level, wenn hier die Kohle zum Beispiel abgebaut wird und auch wenn ich jetzt Metall abbaue, dann kann ich das ja mit hochnehmen und im Ofen schmelzen. Wenn ich das rausnehme, bekomme ich auch wieder Stufen. Das heißt, ich hoffe jetzt einfach mal, ich kann dadurch ein bisschen dann leveln. Und wenn mir das gelingen sollte, was ich hoffe, dann schaffe ich es ja vielleicht eben auch, die Diamantspitzhacke dann später mit Glück zu verzaubern. Das wäre eben so mein Ziel gerade eben jetzt. Es ist natürlich ein langfristigerer Plan. Das ist jetzt nichts, was innerhalb von 10 Minuten klappt, denke ich. Aber ich hoffe,
Ihr verzeiht mir das, dass ich jetzt eben eine Buddelfolge einlege, bei der wir hier ein bisschen durch die Mine laufen. Oder vielleicht findet ihr es ja auch ein wenig spannend, weil ich habe ja durchaus noch nicht alle Ecken hier in dieser Mine abgesucht. Es finden sich doch immer noch unbeleuchtete Winkel und Stellen, wo ich eben doch noch nicht war, obwohl ich schon den Eindruck hatte, ich war hier fast überall. Ich sehe es auch wieder, wenn man hin und her läuft. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Findet man doch immer wieder auch Sachen, wo man vorher dachte, hey, da ist gar nichts mehr, alles weggeräumt, wunderbar, nächste Ecke. Und dann kommt man zurück und es ist eben doch noch was da. Und Kohle habe ich euch ja, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, baue ich beispielsweise immer gerne ab, weil sich dahinter in 50% aller Fälle etwa wirklich auch was anderes verbirgt. Das ist eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich auch, weil Kohle nämlich immer in sehr großen Fundstellen zu finden ist. Es sei denn, man kommt am Rand von einer Höhle zu Kohle, wo halt dann wirklich nur noch ein oder zwei Blöcke nebeneinander sind, ist es eben häufig bei Kohle, dass da nicht nur ein oder zwei Blöcke da sind, sondern 16 bis 24 ist die normale Anzahl sozusagen bei Kohle, dass eine Fundstelle 16 bis 24 Blöcke sogar hat. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da eben was findet, also auch was anderes dann eben dort findet, schon relativ groß, finde ich. Da oben sieht es mir jetzt ein bisserle zu dunkel aus, muss ich sagen. Also das finde ich gefährlich. Warum habe ich das denn so gelassen eigentlich? Bin ich jetzt ein wenig verwundert. Okay. Vielleicht hatte ich da zum Schluss einfach nicht mehr so richtig viele Fackeln, wie ich hier lang gegangen bin. Könnte ich mir jetzt auch fast vorstellen. Ich höre jetzt hier auch noch Wasser. Das heißt, entweder war ich da wo noch nicht, wo es da lang geht. Oder ich habe da vielleicht auch, das könnte ebenfalls sein, Wasser einfach noch stehen lassen, weil ich dachte, da ist ein Teil von der Mine, wo ich definitiv nochmal vorbeischauen sollte. Also das wäre die andere Möglichkeit, denke ich. Gut, aber ich denke, ihr seht schon, es geht gut vorwärts. Ich bin bereits bei Level 13 von 8 und die ersten Level sozusagen zu sammeln, das ist auch immer mit das Einfachste, was man schaffen kann, sozusagen beim Minen, dass man es schafft von Level 0 auf bis zu, glaube ich, 16 zu kommen, ist mit das Erste. Und dann irgendwann ab, glaube ich, so, ja, Level 16, 17 ist das, glaube ich, etwa, in der Ecke fängt es an, langsamer zu werden. Also man levelt am Anfang viel, viel schneller. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Zaubertisch benutzen würde oder benutzen wollte, um da vielleicht auch mal meine Rüstung zu verzaubern mit einem niedrigen Enchantment, also mit einer niederleveligen Verzauberung, dann könnte ich das auch jetzt schon natürlich vor dieser Höhlentour, die ich jetzt gerade hier geplant habe, machen, weil dann wäre die beste Möglichkeit eigentlich, das zu machen, dass man. Ah, hier treibe ich mich rum. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich in etwa bin. Da unten ist unser Spawner gewesen, gelle. Und hier haben wir die Stelle, wo ich mal mit dem Creeper zusammengestoßen bin. Genau, da unten ist der eine Zombie-Spawner. Okay, dann haue ich mal hier noch fleißig weiter. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch, wenn ich jetzt die Folge dann auch schon wieder beende. Ich werde wohl auch in der nächsten Folge einfach hier nochmal ein bisschen weiter farmen nach Rohstoffen mit euch gemeinsam. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig. Es ist aber halt einfach auch so bei Minecraft, denke ich, dass das zum einen mal nötig ist. Also man braucht beispielsweise die Level und will einfach mal alles hier ausgeleuchtet haben und so weiter. Dann macht es einfach mal Sinn, hier durchzuziehen und das alles nochmal anzugucken. Und zum anderen denke ich, ist es aber auch so ein bisschen der Teil, der mir bei Minecraft wirklich auch ganz gut gefällt, dass es halt auch so ein Entspannungsspiel sein kann. Also wenn ich will, dann kann ich mich jetzt hier ganz gut entspannen. Das gefällt mir auch deswegen sehr gut, weil ich nämlich am Wochenende was ganz, also weniger Entspanntes zumindest geplant habe. Ich will jetzt nicht sagen, was ganz Unentspanntes. Und zwar könnt ihr euch da überraschen lassen. Da gibt es auf jeden Fall wieder eine Runde Bed Wars und diesmal bin ich nicht alleine. Mit wem zusammen? Das seht ihr dann morgen. Und
Sonntag zeige ich euch eine Runde Survival Games auf Hive und es gibt da auch eine Premiere auf jeden Fall. Da hoffe ich doch, ihr schaut da auch mal rein und sonst kommt eben die nächste Runde Vanilla Survival auf jeden Fall wieder am Montag. Okay, ich würde mich freuen, wenn ihr ein schönes Wochenende habt, wenn ihr mir den Daumen hoch da lasst, wenn ihr vielleicht einen Kommentar schreibt und vielleicht sogar abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ciao!